Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr aus einem Quest-Controller einen Valve-Index-Controller macht. Nicht ganz so, aber fast ähnlich, denn ich habe einen kleinen, ja, dann nehmen wir es mal, Bausatz von Kiwi bekommen und ja, den stelle ich euch heute vor. Alles Weitere gibt es nach dem Intro. Hier sind wir schon beim Umbau und ja, hier haben wir das Kiwi, ja, Controller Grip Set, sage ich einfach mal. Und das gibt es in verschiedenen Farben. Wir schauen uns das gleich mal an. Das Ganze kostet 39,99 Euro und ich finde es gerechtfertigt. Ist vollkommen auch von der Qualität in Ordnung. Wir haben ein richtig schönes, ja, Feeling. Haptik ist vollkommen in Ordnung. Hier ist eine schöne weiche Schaumstoffabdeckung, so mit einem, ja, eigentlich Silikon, was auch wasserabweisend ist. Und drunter ist Schaum, also es fühlt sich sehr, sehr, ja, weich an, sage ich einfach mal. Und anbei haben wir noch solche Abdeckungen hier, die können wir uns hier dran machen. Ist eigentlich ganz einfach. Hier diese Schlaufe, mach mal die einfach dran, so, so, zack. Und schon haben wir diese Abdeckung hier drum. Ja, Vorteil ist hier, wenn man hier schwitzt, kann man es waschen. Das ist so ein normaler Textil, Kletttextil. Und ja, den kann man halt jederzeit wieder waschen. Das muss man aber, ja, muss man überlegen, was man haben möchte, was man vom Feeling her besser findet. Und also ich finde die richtig gut. Auch ohne dieses Textilband, aber das ist Geschmackssache. Was wir bei der Montage beachten müssen, ist, dass wir von den Quest-Controllern alles demontieren. Das heißt, Batterie, Deckel ab, Batterie raus, dieses Band, was unten dran ist, auch rausmachen. Und so steckt man das ganz einfach rein. Ich probiere das jetzt mal, ob es so einfach klappt. Also wir haben hier jetzt den Kiwi Aufsatz oder Kiwi Grip. So, das wird einfach reingeschoben, wie ihr seht. Dann haben wir hier noch, ja, so eine kleine Schlaufe, die wir hier dran machen müssen, damit das alles hält. Hier oben seht ihr ganz gut. Hier haben wir jetzt das Batteriefach. Hier ist noch so ein Kunststoffstreifen dran, da wird die Batterie quasi eingelegt, damit man die Batterie einfacher rausziehen kann, weil man, ja, weil die Batterie jetzt ein bisschen tiefer drin sitzt durch den Grip. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe auch hier diese Eneloop Akkus, die kann ich sehr empfehlen. So, jetzt setze ich das hier mal ein. So. Na, nicht immer so einfach. So, jetzt habe ich es aber. Und man muss darauf achten, dass hier diese Lasche, dass der Akku davor sitzt. Und die Lasche dahinter, dass man das direkt jetzt, ich könnte jetzt ziehen und dann habe ich den Akku direkt raus. So, dann haben wir hier diese Klappe. Ist auch relativ easy gehalten. So, jetzt ist zu. Und ja, schon kann ich mir den Controller hier dran heften. Zieh einfach um diese Schlaufe hier an die Hand zu befestigen und wie ihr seht, ne, also da geht nichts mehr verloren. Zusätzlich haben wir hier trotzdem noch eine Handschlaufe, die wir uns umlegen können, falls es hier, ja, abreißen sollte, da weiß der Geier was, aber ist mir jetzt noch nicht passiert. Man kann die natürlich auch entfernen, aber ich finde die eigentlich trotzdem ganz praktisch. Das muss man vollkommen selber entscheiden, individuell. Ich finde das vom Handling her echt super. Ich habe jetzt mit meinen Händen keine Probleme. Ich habe, ja, ich denke mal, eine normale Größe für einen Mann Hände. Jetzt kommt natürlich die Frage, wenn Leute kleinere Hände haben, ist das immer noch trotzdem so gut? Kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, aber ich denke schon. Also wenn man mit dem normalen Controller kein Problem hatte, wird man hier auch keine Probleme haben. Ich komme an jeden Button dran, muss mich nicht irgendwie großartig strecken. Ich finde es teilweise sogar ein bisschen bequemer für mich, dass auch, ja, dass man ein bisschen was Größeres in der Hand hat als nur diesen kleinen Stick jetzt hier. Und ich finde es super gemütlich. Also auch hier diese Handschlaufe, die ist echt sehr weich, egal ob man jetzt dieses Klettband dran hat oder nicht. Und ja, also ich habe bis jetzt echt noch keine negativen Erlebnisse damit gehabt. Finde es viel besser. Vorher habe ich was von ProTube gehabt. Das war natürlich auch nicht schlecht, aber das finde ich jetzt noch einen Tick besser. Ein bisschen besser gelöst. Und ja,
Die Batteriefächer, die originalen, also die Deckel, gut weglegen, nicht wegschmeißen, weil erstmal braucht man die nicht mehr. So, dann ist noch dabei, sind solche, ja, Schutzkappen, sage ich, nenne ich jetzt einfach mal, für den optischen Ring, sind auch dabei. Die kann man sich hier so drumlegen, ne? Die halten dann auch relativ gut, die kann man einmal hier so ein bisschen rumklappen. Und ja, dann sind die ein bisschen besser geschützt. Ich habe es jetzt nicht montiert. Das muss man auch selber wissen, ob man die jetzt unbedingt haben möchte oder nicht. Sind durchsichtig, deshalb werden auch die Sensor-LEDs auch noch erkannt von der Quest. Aber selbst wenn man jetzt hier an die Wand schaut, ich schraub schon mal an der Wand vorbei, aber ja, noch ist nie was kaputt gegangen oder so. Aber das muss dann jeder selber wissen. Ich bin echt froh, dass ich hier die Dinger habe, weil es ist viel, viel gemütlicher als vorher und ich kann euch die nur ans Herz legen. So, gehen wir mal kurz auf die Seite. Und ja, hier sind wir auf der Seite 39,99 €. Den Link packe ich euch natürlich unten in die Beschreibung rein. Könnt ihr dann auch, ja, wenn ihr wollt, gerne über diesen Link bestellen. Ist ein Affiliate-Link. Das heißt, ihr bezahlt nichts mehr. Ich habe aber ein bisschen was davon. Von daher, ja, ist eine Win-Win-Situation vielleicht. Ja, und hier seht ihr, man kriegt den in verschiedene Farben. Hier wäre auch was für Beat Saber, ne? Habt ihr ja rot und blau. Ich wollte es einfach nur ein ganz schlichtes Schwarz und ja, so könnt ihr es auch bestellen, schwarz mit diesen ja, farblichen Schlaufen da dran. Und ich finde im Gegensatz zum Quest Controller, zum Index Controller ist das hier auch verdammt gut. Und ich bin ja eh auf Kriegsfuß mit den Index Controllern, weil die keine vernünftige Grip-Taste haben. Und ich habe da meine Probleme mit, von daher spiele ich echt lieber mit den Quest-Controllern, muss ich sagen. Und so wie es jetzt ist, ist es echt perfekt. Und wäre cool, wenn man wirklich so ein System hat, wo man sagt, mit den Quest-Controllern oder mit dem Controller-Typ kann ich jetzt jedes Headset benutzen und damit spielen, dass man das halt wie so einen normalen Controller oder Joystick nimmt. Ja, aber das geht ja leider nicht. Wir müssen dann immer die benutzen, die auch wirklich original dabei sind. Ja, aber ich kann es euch nur empfehlen, 39,99 € ist meiner Meinung nach nicht zu viel. Ist jetzt halt die Frage, es kommt jetzt bald die Quest 3 raus. Das wird dann wahrscheinlich nicht mehr passen. Ja, ob man das jetzt noch investieren will, muss man dann auch selber wissen. Aber ich denke, selbst die Quest 2 wird noch längere Zeit ja, aktiv sein. Und ja, da hat man trotzdem dann weiterhin Spaß damit. Und ja, 40 € ist da echt nicht so viel, meiner Meinung nach. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ja, was vermitteln. Wenn Fragen sind eurerseits, könnt ihr die gerne stellen ja, in den Kommentaren oder aber auch in unserer Facebook-Gruppe. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. VR World Germany Facebook-Gruppe oder im Discord könnt ihr auch gerne joinen. Ist alles unten in der Beschreibung drin. Und ja, wenn da Fragen offen sind, könnt ihr da auch gerne Fragen stellen oder halt unter den Kommentaren. Ja. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen bei euch und ja, Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Link raus, Abo raus und Daumen nach oben. Und ich sage jetzt mal Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.